Sam und sie spielen auch beim Helmfest, was vom 11. bis zum 13. August in Helmstedt stattfinden wird. Und bei meinem Ankündigungsvideo, bei meiner Vorschau auf das Helmfest, habe ich die Band verwechselt mit einer Black Death Metal Band, die genauso heißt. Verzeiht es mir dafür. Jetzt die Reaction auf Ascendancy. Das Lied heißt Freak in Me. Wer das Ganze ohne mein Gelaber sehen will, Link ist unten in der Infobox, weil ich drücke hier andauernd auf Pause und quatsche ein bisschen dazwischen. Und ich würde einfach mal sagen, wir hören da jetzt rein. Danach quatsche ich ein bisschen über die Band und auch übers Helmfest. So, los geht's. You've entered the cavern. Here's your free trial if you don't mind. Your spirit's ready for this now. Join the circle and redefine. Now the clock's ticking slow, and you wish you were sober. It's crawling under your skin. Isolation comes close and the nausea brims over. May I call your attention to the following, I want to reveal the freak in me till my mind has a meltdown. I want to reveal the... Okay, da direkt mal auf Pause. Das Video ist ultra gut. Also ich mag diese geschminkten Gesichter und diese Lichteffekte da drin. Das macht ultra Spaß. Ich dachte zuerst, bei den Gesichtern, da kommt jetzt gleich übelstes Geschrei, so aller, weiß ich nicht, so aller, ihr wisst, was ich meine. Aber kam ja nicht, bis jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das gleich noch kommt. Ich kenne die Band, wie gesagt, noch nicht. Ich hatte halt beim Vorstellungsvideo die falsche Band reingehört. Egal, Ascendancy, hör mal weiter rein, ist cool. Once you've stumbled, you lose your ground. So please excuse if you take offense, but gravitation will know no bounds. When the waves roll in higher, it goes down the wire, and you can swim with the tide. Der Part gefällt mir viel besser mit den mit dem treibenden Schlagzeug dazwischen. Das ist cool, das jetzt ein bisschen zu. Ein bisschen zum Kopfschütteln, ein bisschen zum Hin- und Her wackeln. Deswegen mache ich jetzt nochmal zurück und hören wir uns nochmal an. Der Part war gerade so brutal, aber ich finde, der passt irgendwie nicht zum Rest. Der hätte jetzt eigentlich so voll das Morschbare rein, meiner Meinung nach. Wer bin ich, um über die Musik von anderen zu richten? Das hätte mir da jetzt besser gefallen. Aber hör mal weiter rein. Don't see the oddity. I want
Ja, Freak in me, Ascendancy, my mind has a meltdown. Ich drehe durch, quasi ein Zusammenbruch. Ja, cooles Video, definitiv. Auch dieses mit der Schminke und dann die Lichteffekte, habe ich ja eben schon mal gesagt. Sehr geil. Auch dieses, wie die passend zum Lied das Verhalten, passend zum Text das Verhalten. Sehr geil, Video gefällt mir. Das Lied ist nicht ganz meine Musikrichtung, gebe ich ganz offen zu. Deswegen urteile ich da auch nicht so drüber. Meiner Meinung nach hätte das noch viel härter sein können. Viel, viel härter. Aber dafür sind ja die Musikgeschmäcker verschieden, ne? Zum Glück, sonst, wenn jeder meine Musik hören würde, wäre es doch langweilig. Oder wenn alle irgendeine Musikrichtung hören würden, wäre es langweilig. Und so ein Festival lebt doch auch von der Abwechslung. Deswegen, ich bin begeistert, dass Ascendancy dann auf dem Helmfest spielen. Zu Recht, damit da genug Abwechslung ist und damit da auch ein bisschen nicht nur das harte Geballer oder die schnellen Blastbeats. Oder vielleicht, ich kenne ja auch bloß das eine Lied von denen. Vielleicht sind die anderen Lieder ja ganz anders. Werde ich definitiv noch reinhören. Und was soll ich sagen, ne? Dann stelle ich euch die Band jetzt mal vor. Leider nicht auf Metal Archives vertreten, deswegen musste ich da ein bisschen mehr recherchieren, weil ich bin ein fauler Hund und gucke normalerweise immer auf Metal Archives. Ja, egal. Aber eine Homepage haben sie. Das ist der Max am Gesang, das ist der Ando am Bass, das ist der Lance am Schlagzeug, das ist der Markus an der Gitarre und die Sarina an der Gitarre, die Band macht. Wie nennen wir die Musik? Wie nennt die Band die Musik? Krachende Riffs, satte Breakdowns und hymnische Refrain-Melodien bleiben im Ohr. Gegründet ist Post-Hardcore-Quintett. Ja, wisst ihr, wie sie es nennen? Okay, ich habe keine Ahnung. Bei der Art von Musik bin ich raus. Ich kenne Post-Hardcore eigentlich nur mit diesen Sludge-Elementen, dieses Schreien, dieses geheulte Gekreiche. Vielleicht bin ich da aber auch ganz falsch. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Ascendancy spielen auf dem Helmfest. Ich war gerade ein bisschen durcheinander. Spielen auf dem Helmfest. Ich weiß gerade nicht mehr, an welchem Tag. Ich meine am Samstag. Ich meine am Freitag. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, das findet vom 11. bis zum 13. statt. Gibt Tagestickets, gibt Wochenendtickets. Kommt vorbei, könnt erzählen. Es wird geil. Ich freue mich da, so viele Leute zu sehen. Wie schon lange nicht mehr. Es ist jetzt auch gelogen. Ich war jetzt auf zwei riesigen Festivals vorher noch gewesen. Aber was riesig? Auf großen Festivals vorher noch gewesen. Auf dem Nord Open Air und auf dem Bochum Total. Und ich werde noch auf Summer Breeze gehen. Nach dem Helmfest. Aber das Helmfest! Ich fahre dahin. Ich mag kleine Festivals. Ich liebe es. Das macht Spaß. Die anderen sind mir eigentlich tendenziell zu groß. Außer Summer Breeze ist mein Lieblingsfestival. Weil damit verbinde ich relativ viel. Aber ansonsten gehe ich auch lieber auf die kleinen Festivals und da passt das Helmfest super rein. Ich freue mich da schon mega drauf, wie gesagt, mit euch zu feiern. Da endlich mal wieder campen, endlich mal wieder draußen, endlich mal wieder mit vernünftigen Leuten im Lager sitzen und da Bierchen trinken. Oder was auch immer. Es gibt ja noch andere Sachen außer Bier. Zum Beispiel Sprite. Auf Festival kommt da dann Schuss Schnaps rein, Schuss Wodka oder was auch immer. Oder halt pur, ne? Man muss ja nicht nur Alkohol trinken. Kaffee kann man da trinken. Auf dem Helmfest wird es lecker Essen geben. Auf dem Helmfest wird es gute Getränke geben. Von Bier, des Biers von Wolters, von denen habe ich auch schon die Biere probiert. Wurden mir hier geschickt. Geil. So muss das sein. Lecker Bier. Gönnt euch. Da gibt es auch ein sehr geiles alkoholfreies Radler. Oh, hat mir mega geschmeckt. Falls ihr, wie gesagt, kein Alkohol wollt, ansonsten holt euch Bier mit Alkohol. Auch meinetwegen Radler, obwohl ich bin nicht so der Freund von Bier mit Limo, also wenn da Alkohol drin ist. Egal. Reden wir nicht über mich. Reden wir über das Helmfest. 11. bis 13. August in Helmstedt. Kommt vorbei. Wird geil. Ich bin da. Die Bands sind da. Der wahre Lukas ist da als YouTube-Kollege von mir. Schaut euch sein Video an. Das wird wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen vernünftiger als meins. Meins ist ja, wird ein großes Durcheinander sein. Dafür bin ich bekannt. Und ich bin halt eher der nicht plant, der einfach macht.
Und er ist der etwas seriösere. Schaut euch an. Wenn es dann draußen ist nach dem Helmfest. So, genug gelabert. Habt einen tollen Tag, genießt das Wetter, geht ein Eis essen, mach ich auch gleich, ne? Metal ist geil und Krieg ist scheiße.